Heute geht es um das Nägellackieren. Im Moment sind ja ganz bunte Farben im Trend. Und damit ihr da auch problemlos mithalten könnt mit den Trends, ohne anschließend Probleme mit euren Nägeln zu bekommen, erzähle ich euch heute kurz, wie ich das immer mache. Wichtig ist, damit die Farbe nicht auf eure Nägel übergeht, vorher einen Unterlack zu benutzen. Da habe ich hier einen ganz normalen Klarlack von Rival Blue. Der wird erstmal auf die Fingernägel aufgetragen. Ich fange immer mit dem Daumen an. Das muss auch nicht so ordentlich sein, das ist ja nur Unterlack. Anschließend ist das Auftragen von der Farbe auch ein bisschen einfacher, weil der Nagel dann schon glatter ist und mögliche Rillen, die in den Nägeln drin sind, auch dadurch verschlossen werden, sodass der farbige Nagellack dann nachher schön glatt und gleichmäßig aussieht. Wenn der Nagellack dann schön trocken ist, wird der Farblack aufgetragen. Ich habe mich dafür einen grünen Nagellack entschieden, weil Shine, der hat so einen nass glänzenden Look. Sieht ganz schön aus, gerade im Frühjahr jetzt, Sommer, Frühjahr, schöne knallige Farbe. Und der Nagellack zieht dann nicht so in den Nagel ein durch den Unterlack. Jeder macht es so ein bisschen anders. Manch einer trägt den Lack gar nicht so dicht ans Nagelbett auf. Ich mache das schon. Wenn es dann mal daneben gehen sollte, ist das auch kein Problem. Denn mit einem Wattestäbchen und dem Nagellackentferner kann man das dann problemlos wieder ausgleichen und mögliche übergemalte Stellen einfach wieder wegtupfen. Und wem das dann noch nicht genug deckt oder noch nicht knallig genug ist, der kann dann auch noch mal eine zweite Schicht auftragen. Und am Ende kann man das dann auch gerne noch mal für den längeren Halt mit dem Überlack fixieren. Dann ist die Gefahr, dass es abblättert, viel geringer. Warten, bis es trocknet. Und schon haben wir grüne, nass, feucht, glänzende Fingernägel für den Sommer, Frühling. So, und nach dem zweiten Mal überlackieren ist die Farbe auch noch kräftiger, gerade für diejenigen, die es besonders knallig mögen. Und da steht einem schönen Ausflug mit den Mädels oder einer Shoppingtour oder auch einem netten Date nichts mehr gegen.